Wir schreiben den 5. Hesinde, 1025 nach Bosbarans Fall, später Nachmittag. Ihr sitzt gerade im Keller des maraskanischen Gasthauses oder auch Tavernuzak. Vor euch ausgebreitet die Karte von Buran und Maraskan. Gerade die große Karte der Insel ist wenig beschrieben, könnte euch auffallen und kränkelt an den Beschreibungen, Höhenangaben oder einem richtigen Maßstab. Doch nun soll es erst einmal um die Stadt gehen. Wie kommt ihr von den Toren vorbei, ohne dass ihr viel Aufsehen erregt? Das Klatschnetzwerk hat euch in der letzten halben Stunde einige Neuigkeiten zu berichten gehabt. Das rote Ruderboot der Garetias mit dem Wappen von Tarsigion, mit der Brücke, die aussieht wie ein Tor, ist gefahren, obwohl sie eigentlich 3 Tage bleiben wollten. Eine Gruppe von Honinger Theaterspielern sind gerade eben durch das Tor gekommen und haben auch Neuigkeiten aus Tuzak. Übrigens ist der Vetter von Defromol krank und die Nichte von Rajajita, die aus Kunchum. Die in Kuntium lebt und die neben dem Schweinezüchter Wujin lebt, hat ein neues Rezept für Rauschgurke entwickelt. Das sind so also die neuen Sachen, die es jetzt vom Klatschnetzwerk zu berichten Eine gibt. Frage, um nochmal eben darauf einzugehen. Die Leute, die jetzt gerade in die Stadt gekommen sind, das waren die mit den Honinger Geschichten, die, die erzählen wollen, oder? Genau. Also Okay, da also. eine Gruppe von Honinger Theaterspielern, die gerade durch die Stadt gekommen sind. Ja, und während ihr gerade überlegt, wie man sich jetzt dieser Sache angeht, hat euch die Ur- und Gorpriesterin Emira Misabu Tarnkleidung gebracht. Das heißt, vor euch liegt jetzt jeweils ein Bündel, das vor Farbe so strotzt. Wickelgewänder, thulamidisch angehaucht, bunt in bunt und einen Schnitter. Damit könnt ihr euch jetzt mal das Maraskana ausgeben. Dürft gerne beginnen. Ja, dann hat Thulamidisch. eines dieser Gewänder in der Hand, wendet das, dreht das und guckt sich das. Das sollen wir tragen. Ist doch egal, wir tragen alles, was irgendwie unauffällig ist. Aber die Honiger sind hier reingekommen. Das heißt, die gehen auch wieder. Gehen die über den Landweg raus, über das Meerweg raus? Wann gehen die? Können wir uns einfach anschließen als, Theatertruppe? Ich glaube, dass wir da vielleicht auch mit denen rausgehen könnten, je nachdem, wann die rausgehen. Ansonsten, ich habe mir nochmal die Gedanken darüber gemacht, ich halte die Fischerboote für das Allereffizienteste, hier rauszukommen. Sofern wir wissen, wie das funktioniert mit den Fischerbooten. Fischerboote. Was soll denn da funktionieren? Die rudern aus dem Hafen raus und kommen wieder rein. Wer weiß, ob es hier irgendwelche Sicherungsinstanzen gibt oder so. Mein lieber Freund der Ungeduld. Vielleicht kommt ein Boot ja nicht wieder mit rein. Nein, nein. Wir würden uns gucken, dass wir uns irgendwie eines Fischers bedienen, mit dem rausfahren, dann. Die fahren ja auch bestimmt so ein bisschen halbwegs aus der Sichtweite raus oder wie auch immer. Vielleicht kann ja jemand Nebel machen. Vielleicht ist ja ein Magier begabt darin. Und dann drehen wir ab nach Süden, fahren dort irgendwo an Land, wo ein paar Bäume mehr sind, steigen aus. Der Fischer fährt wieder seines Weges. Und ja, er hat ein paar Dukaten mehr in der Tasche. Hat uns rausgebracht, hat gegen das System gestänkert. Wir müssten also nur den richtigen Fischer theoretisch finden für diese Taktik. Bin mir sicher, Emira Misabu kann uns da weiterhelfen. Zu der ersten Frage, die ihr hattet, Bruder, Schwester. Die Honinger Geschichten, die Theaterspieler, sie werden jetzt wahrscheinlich gerade aufbauen. Das heißt, die werden wohl auf dem Marktplatz beim Ruhr- und Gor-Tempel zu finden sein. Wann sie die Stadt wieder verlassen? Vielleicht in einem oder in 2 Tagen. Vielleicht könnte man mit ihnen reden. Das wäre also eine Idee, die wir verfolgen könnten. Und die Fischer, naja, die Nachtfischer, wie man sie mittlerweile nennt, unterstehen alle dem Haus des segenreichen Meeres. Und naja, dadurch, dass es keine Elferpriester mehr gibt, müsste man dann Moren Bringit fragen. Müsste man nicht, wenn man sich einen Fischer, der ein- und ausfährt, packt und sich genau anschaut, wie die Mechanismen sind, um rein- und rausfahren zu dürfen. Ich denke, dass man auch mit genug Druck einen Fischer zu seinem Glück zwingen kann. Wenn wir ihn erstmal zwingen, uns rauszufahren, also mit vorgehaltenen Waffen, und ihm dann das Gold geben und uns verpissen, dann mag er vielleicht angenervt sein, wird aber nichts sagen, weil er sozusagen nicht will, dass er dann von der Moränen-Dings auch immer jetzt hier wahrscheinlich aufs Maul bekommt oder von irgendwem anders, weil er jetzt hier doch noch Leuten geholfen hat, selbst wenn sie ihn gezwungen haben. Emi, Schwester, sag mir, diese Muren, wie war ihr Name? Muren Brija? Bringit wird sie genannt. Muren Bringit, was ist das für ein Mädel? Naja, sie hat selbst den Titel Besänftigerin des allen verschlingenden Meeres.
und ist eine von zwei Priesterinnen der alles Verschlingenden. Ich weiß nicht viel über sie. Sie ist wohl ziemlich widerlich anzusehen und das Klatschnetzwerk weiß über sie, dass sie wohl in einen, naja, Kapitän von einem anderen Fischerboot oder ich weiß nicht, wie diese größeren Schiffe heißen. Zumindest die, die übers Meer fahren. Zumindest sie ist wohl in einen von diesen Leuten verliebt, sagt das Klatschnetzwerk. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und ja, sie sitzt in ihrem Tempel und einige Leute hören ihr zu und andere wieder nicht. Ja, vielleicht könnten wir ja bei diesem Mann, für den sie eine Schwäche hat, anheuern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, was sagt ihr Männer? Also, ich kann euch die einfachen nautischen Begriffe, was den Fischfang angeht, schon beibringen. Man braucht eigentlich nur die Netze, ansonsten Reusen. Noch übliche Wir brauchen nicht Fangtechniken. zu fischen, wir brauchen nur rauszufahren, um die Ecke zu fahren, an Land zu gehen und uns verpissen. Und ich glaube, die meisten von uns, also ich bin gerne bereit, mir anzuhören, wie man sich auf Schiffen verhält. Ein bisschen was habe ich schon aufgeschnappt unter Rateralsanin, aber. Ja, ich glaube, dass eine Auffrischung von dir nicht schaden kann. Ihr wart ja die letzte Woche über bereits tatkräftig dabei, uns einige Dinge beizubringen, ob wir hören wollten oder nicht. Effas Ruf erreicht alle, die, die hören wollen und die, die nicht hören wollen, so laut ist seine Stimme. Tja, ist auch besser, ihn zu hören, wenn man in seinen Gefilden segelt. Gilligan grinst. Vielleicht sollte Effards Ruf auch die Dienerin der nicht der Ungötter ereilen, die seinen Tempel hier entweiht haben. Stimmt. Also, ich würde gerne mehr herausfinden über diese falsche Priesterin, beziehungsweise die Priesterin eines falschen Götzenbildes. Vielleicht ist sie sogar ein Feind, ein direkter Feind von dir, weil sie den Feind anbetet. Etwas mehr herauszufinden ist sicherlich nicht verkehrt. Zum einen bei den Theaterspielern, zum anderen bei dieser hässlichen. Aber wenn ihr mich fragt, würde ich unser Entkommen hier, wenn wir eine Wahl haben, lieber nicht in die Hand dieser hässlichen legen. Ich auch nicht. Vorzugsweise sollten wir sie zu Boron schicken, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Also wenn sie eine Feindin der Götter ist, dann denke ich mal, wird unser Effigin da schon auch zustimmen, dass wir so etwas loswerden sollten. Aber die Frage ist, ob man etwas loswerden sollte, des Loswerdenswillens, oder ob man versuchen sollte, die Seele zu retten. Das müsste man dann im Augenblick entscheiden, indem man sie sieht Das ist doch gar nicht und das sich. Problem. Sie gehen den Kreis einfach weiter und wenn Sie bei Boron sind, dann kann man Ihnen ein paar Ratschläge mitgeben fürs nächste Leben. Dann werden Sie wiedergeboren von Zar und vielleicht haben Sie was dazugelernt. Ich bin mir reichlich sicher, Paktierer wandern direkt in die Seelenmühle. Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass die Priester immer sagen, dass man sie erst läutern soll, bevor sie dann dem reinigenden Feuer übergeben werden, zumindest die Preiskirche handhabt das wohl so, habe ich mir sagen lassen. Wir werden auf unser Gefühl hören. Wenn wir sie sehen, werden Also wir daher wissen, ist, was zu tun ist. ich denke, dein Gefühl ist da wahrscheinlich das Ausschlaggebende als jemand, der ne, dem Meeresgott so nahe steht. Dem Richtigen. Gut, also ich würde mich ganz gerne versuchen, auf die Fischer zu stürzen und ein wenig Informationen sammeln über die Fischer. Vielleicht gibt es irgendeinen, der besonders schnell ein- und ausfährt und wie die Mechanismen dabei sind und ob es Mechanismen gibt. Dabei schaut er Yalanujin an, hier zum Ein- und Ausfahren für die Fischer. Holen die sich erst ein Schreiben ab, müssen die ab und zu irgendwelche Flaggen setzen, was auch immer. Werden die sozusagen Also, nochmal. ich würde mich dir anschließen. Werden die sozusagen, vielleicht dürfen die nicht weiter als der Kriegshafen oder werden die am Kriegshafen nochmal kontrolliert oder so. Super. Dann bilden wir doch einfach Gruppen. Dann gehe ich mit Effigin und wir kümmern uns um die Frau und die Fischer. Was ist der Rest? Also ich finde, die Hohlänger Geschichten sind auch eine gute Sache, um hier unentdeckt theoretisch rauskommen zu können. Dabei kann man gleichzeitig ein wenig Theaterluft schnappen für all die Leute, die den hiesindischen hier Vergnügen zugetan sind. Wer hat da Interesse dran? Theaterspielern werde ich gehen, Bruder, Schwester. Ich wollte gerade Vielleicht können Sie uns auch sagen. noch etwas erzählen, wie es vor der Stadt aussieht, ob wir auch da noch aufpassen müssen. Ihr müsst Ja, wissen, die gut, ist Hohlinger gut. Geschichten sind sehr lehrreich und sie haben viel Weisheit in sich. Ja, ich will zu einer ganz normalen Vorstellung will ich auf jeden Fall gehen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man dich jetzt versucht, bei dem Aufbau schon mit einigen Leuten zu sprechen.
Das finde ich, das würde ich gerne dann in Brindijans Hände legen. Was ist mit dir, Rashwat Jin und Yalano Jin? Was wollt ihr so machen? Wir sollten Informationen über diesen Admiral einholen. Gute Idee. Geht ihr alleine, Brindijan? Und mir wäre es lieber, wenn jemand mitkommt. Dann werde ich euch begleiten. Keiner von uns sollte alleine gehen. Das ist nie gut. Schnappt ihr Helmujin, der kann dich begleiten, Herr Langujin. Ja, das denke ich auch. Allein in der Stadt unterwegs zu sein, könnte sich als gefährlicher erweisen, als man herausstellen. Treffen wir uns irgendwie spätestens kurz vor Sonnenuntergang wieder hier in der Taverne. Das heißt, wenn die Leute nicht hier sind, dann würden wir irgendwie noch ein oder zwei Stunden länger warten und dann auf die Suche danach gehen, falls irgendjemand verschollen geht und ja. Ja. Schlimme Dinge passieren. Gut. Vielleicht. Ansonsten hinterlasst uns unten im Raum, in unserem Besprechungsraum, hier hinter dem, unter dem Tisch hier. Und er wackelt wenig an dem Tisch und schiebt den Tisch so ein bisschen, kippt den Tisch ein bisschen an. Hinterlasst uns hier unter diesem Fuß des Tisches einfach ein kleines Schreiben mit einer Notiz, falls irgendwelche Dinge sich ändern, ihr doch längere Dinge machen wollt und wir davon in Kenntnis gesetzt sind. Was mir gerade einfällt, ich kann in einem begrenzten Radius das Wetter etwas verändern. Ich weiß nicht, wie viel genau, ich habe Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber Nebel, vielleicht ein Wind. Ja, Nebel könnte uns helfen, sozusagen. Dürfte drin sein. Super. Dann nehmen wir uns das auf, dass wir das als zusätzliche Option haben für die Fischerboote. Es wäre allerdings eine ortsfeste Zone. Allerdings. Dann fängt er ein bisschen an zu grinsen. Also 700 Schritt Durchmesser sollte drin sein. Ja, das muss einfach reichen. Vivorn, Dynar meldet sich gerade. Vivorn hatte doch irgendwas gesagt, bevor er aufgebrochen ist, um die Sachen zu kaufen. Wir sollen heute zumindest nichts Dummes anstellen, so sagte er. Wir wollen wohl morgen früh aufbrechen, egal wie, aber naja, wir machen dann heute Abend die Abschlussbesprechung und morgen früh geht's dann los, so sagte er zumindest. Gut, aber dann können wir ja trotzdem versuchen, schon mal zu gucken, dass wir so viele Informationen heute einholen, ohne was kaputt zu machen. Ja, genau, nur keine dummen Dinge tun. Dabei grinst er ein bisschen dämlich. Ist klar. Guter Tipp. Effigen, hast du gehört, auch wenn sie jetzt hier den absolut falschen Gott anbetet und Dämonen anbetet und sonstige Dinge tut, müssen wir uns für heute nochmal zurückziehen, um das auch auf morgen zu verschieben. Das liegt nicht in meiner Natur, meine Gefühle zu verbergen. Ich aber weiß, ich pack dich dann einfach ein, ist kein Thema. Er grinst dich an. Ja. Was du heute kannst nicht besorgen, verschiebe ruhig auf morgen. Ist nicht dein Ding, okay, verstehe ich. Aber bei der müssen wir heute einen Äuglein zudrücken. Vielleicht heben wir uns sie dann auch für etwas später auf, dass wir sozusagen zuerst mit den Fischern ein wenig reden. Nun, die Ebbe kommt auch langsam. Ja. Und danach bricht sie über sie herein wie eine Flut, wie eine Springwelle, werden sie dann zermalmen, wenn sie die Dämonen anbetet und du sagst, wir sollen sie zermalmen. Lass uns gehen. Ja, lass uns. Ich will mich noch eben kurz umziehen. Und ja, Gilligin nimmt sich einige von den Seidenklamotten, zieht sich ein wenig irgendwo hinten in die Ecke zurück und fängt an, sich einfach unbeschämt auszuziehen. Ja, Rashwajin ebenso. Auch wenn es bei ihm nicht ein ganz so angenehmer Anblick werden dürfte. Yalan, der sich weigert, sich einen dämlichen Namen geben zu lassen, lässt sich von Myria ebenfalls dabei helfen, sich das Ding irgendwie umzuwickeln. Das sieht vermutlich nicht sehr elegant aus, aber hoffentlich fällt es nicht auf halbem Weg runter. Ja, was wiegt so ein Gewand denn? Ja, Seide, ganz leicht. Seide, das ist unglaublich leicht und angenehm zu tragen auf der Haut. Lässt auch die Temperaturen dann ungehindert durch. Also es ist weder kalt noch warm, es ist einfach unglaublich toll zu tragen. Myria kann sie eben auch nicht anziehen, weil sie mit so thulamitischen Wickelgewändern überhaupt nichts am Hut hat. Dann würde dir die Ruhe und Grobpriesterin Emira Misabu wird sie helfen. Emira Misabu, könntet ihr mir sagen, ob man jetzt hier ganz normal seine Waffen tragen darf oder ob das eigentlich eine Sache ist, die zu auffällig ist, Waffen zu haben? Naja, also der Schnitter ist ja die Waffe der Maraskaner, also ebenso wie. Ja, aber mein Gesicht geht schon gar nicht durch als Maraskaner. Ihr könntet dann, naja gut, Schleier.
Ich bin doch wohl schon total auffällig, der fremde Jin. Ihr seid etwas braun gebrannt. In dem maraskanischen Blut liegt etwas von den Tulamiden und etwas von den Mittelreichern. Das hat sich seit der Besatzung etwas gemischt, aber. Dann dürfte ich ja gar nicht so sehr auffallen. Abgesehen davon, Kasim tippt sich auf die Stirn. Aber dafür habe ich eine Mütze dabei. Dreck? Wir könnten da Dreck drauf schmieren. Das wäre nicht das erste Mal. Also denk doch an den Koscher-Kommandanten am Hafen. Ich glaube, hier kommen viele Nationen zusammen. Also ich würde ganz gerne meine Axt mitnehmen, nur um mich etwas sicherer zu fühlen. Also ist für Maraskaner werdet ihr wohl offen einsehbar als solcher nicht zu erkennen sein. Das heißt, er wird euch erkennen. Allein daran, wie ihr sprecht, Bruder, Schwester. Aber naja, für die Besatzer werdet ihr wohl nicht zu erkennen sein. Gut. Wo bekomme ich denn wohl einen Schnitter her? Hier, nehmt ihn. Ah, oh, das ist ja Spritze. Gilligan nimmt sich einen Schnitter, super, passt. Haben wir davon mehr als einen? Ich habe euch allen einen mitgebracht, wenn ihr sie tragen wollt. Ansonsten könnt ihr auch gerne darauf verzichten. Ja. Wie gesagt, das ist die Standardwaffe. Ihr dürft Gilligan natürlich auch jetzt packt seine Waffe und sein Schild da irgendwo in die Ecke, denkt sich, ja, irgendwann. Jetzt was, Schnitter für eine, was für ein Waffentalent ist Schnitter? Das kommt drauf an. Du kannst ihn theoretisch über Speere oder über Infanteriewaffen führen oder über Zweihandhiebwaffen. Du musst von Stäbe ableiten. Ja, dann kriegst du minus 2, minus 3 Attacke und dann kannst du davon ableiten. Also minus 2 Attacke, minus 2 Parade. Wenn ableiten möglich ist. Kasim, du trägst dann auch deine Mütze im Gesicht, ne? Die du von dem Effort-Meister bekommen hast? Ja, genau. Um dein Siegel zu verbergen. Ja, jetzt wird dieser Zauber aus mir haben praktisch. Der das Ding für eine Zeit lang verschwinden lässt. Wer kann mit diesen Dingern hier umgehen von euch? Mit dem Schnitter? Kasim. Ja, ich meine jetzt hier von unseren Freunden, also. Ja, er schaut sich jetzt in der Heldengruppe dann nicht mehr um. Kasim geht mal so einen Schritt zur Seite und improvisiert so ein paar einfache Bewegungen. Sieht nicht besonders elegant aus. Aber besser als jemand, der noch nie damit zu tun hatte. Du musst das spitze Ende nach vorne halten und über den Kopf deines Feindes bringen und dann hinuntersausen lassen. Eigentlich wie ein Speer, bloß dass du vorne ja eine etwas längere Klinge hast. Man guckt also, Potro und Dynar werden genauso anfassen wie Ephadaios, während das bei Emira Misabu etwas anders aussieht. Sie wird das Ganze in zwei Hände nehmen und dann sehr viel mehr schneidende Bewegungen durch die Luft machen, wobei es dann auch diesen ganz typischen Gesang gibt, wenn das Schwert sinkt und Wind die Luft teilt. Emira, gibt es die Dinger auch mit einer Klinge an jeder Seite? Deiner Klinge an jeder Seite. Jemand wie eine Zweilinie. Oh, das wurde schon erfunden, aber damit könnte ich bestimmt besser umgehen. Vielleicht fällt es weniger auf als das hier. Man hält mal den Stab mit Schnitzereien hoch. Den Stab kannst du wohl auch gleich hier in die Ecke feuern. Den verpacke ich als Seil und binde mir um. Okay, klar. Ich vergesse immer, dass ihr Magier tolle Tricks drauf habt. So etwas wie eine Zweilinie, wenn man das so nennt, kann ich nicht besorgen, zumindest nicht auf Anhieb. Tut's halt besser und so etwas ist erstmal kein Problem. Ja, dann trag das Ding einfach mit dir rum und hoffe, dass du es nicht einsetzen musst, die Waffe. Im sonstigen Falle schmeiß das Ding notfalls weg und renn um dein Leben, wenn es irgendwie nicht anders geht, Kasim. Ich meine natürlich auch schwarz, Jim. In Ordnung, dann werde ich das so machen. Oder wenn ich eine Zweilinie sehe, kaufe ich mir bestimmt eine. Ja. Ihr wolltet ihm was sagen? Nun, ich wollte nur sagen, bezüglich der Zweilinie, dass. Das wäre ja schon wieder eine Waffe. Der Schnitter, müsst ihr wissen, Bruderschwestern, das ist ja eher ein Arbeitsgerät. Die Arbeit auf dem Feld. Ah. Auch wenn wir sie natürlich als Waffe einsetzen. Sie ist ziemlich ausgewogen dafür, dass sie eine Waffe für das Feld ist. Gilligan grinst ein wenig hämisch. Sicher. So soll es ja auch sein, aber man sieht es nicht gleich. Damit kann man gut arbeiten, stelle ich fest. Ja, bei deiner Arbeit, Gilligan. Ja. Und man sieht Gilligan auch ein wenig paar Übungen damit machen, links, rechts und dann zustoßend. Geht ganz gut, das Ding. Besser sogar als mein Stoßspeer, würde ich gerade behaupten. Ich habe schon durch den Klatsch gehört, dass es wohl auf Kunchum oder so etwas höhere Preise für solch exotische Waffen gibt, die es dann da drüben nicht gibt, aber hier ist das an sich nichts Besonderes. Ja. Los, komm, Gilligan. Wir gehen mal Moraine Bryngit, beziehungsweise erstmal ihre Untertanen und danach Moraine Bryngit interviewen.
Das heißt, ihr Lass wollt mich noch kurz jetzt. meinen Kopfschmuck ablecken. Drei Gruppen bilden, einmal Jarlan und Ragnar, einmal Kasim und Bredichian und der Vadaios. Exakt. Ja, dann würfel doch mal ein W20, wer anfängt. Jeder oder einmal? Eine Gruppe. Also, na, ist zu spät. Bredichian fängt an. Ja, Brintisian zieht sich natürlich auch seine Robe über den Kopf und stopft die dann erstmal noch in seinen Tuchbeutel. Darunter hat er so eine thymidische Pluderhose in dunklem Lila und ein ja, bunt kariertes und mit ja, Motiven von Schmetterlingen und Blumen bedrucktes Seidenhemd. Der verwandelt dann auch seinen Stab in ein Seil, was er sich um den Körper so bindet. Und sagt dann: Nun, Rashwajin, lass uns losgehen. Jawohl. Interessierst du dich ein wenig für Schauspielerei? Eher weniger. Aber eine Honinger Geschichte musst du dir unbedingt einmal ansehen. Ich hoffe, dass sie heute noch ihren Auftritt haben. Mein Interessensgebiet liegt normalerweise eher im Bereich Kalligraphie und ähnliches. Habt ihr schon gehört? Die Honinger sind da. Ja, haben wir doch schon gehört. Sie sind gerade am Aufbauen. Meinst du, sie werden heute noch fertig? Ja, natürlich werden sie heute noch fertig. Alle helfen doch mit. So, müssen wir gleich mal hingehen. Ja, müssen wir gleich mal hingehen. Einige Leute, die dann, während ihr auf der Straße in Richtung Norden geht, über die Brücke, in Richtung des Ruhengor-Tempels, werden dann euch begleiten und heften sich dann an euch oder gehen kurz vor euch. Der Klatsch funktioniert hier natürlich Tag und Nacht, sodass ihr noch während ihr auf dem Weg seid, wisst, dass bereits fast fertig ist. Und während ihr dann am ja, in der Altstadt von Quadibor ankommt, wo die maraskanischen Turmbauten noch ein bisschen höher sind, das unübersichtliche Chaos, das sich hier ergießt und nur einen kleinen Ruhepol in der Mitte gibt oder gab, das war mal der Ruhengor-Tempel, aber mittlerweile ist hier so sehr viel los und so sehr viele Zivilisten, die hier herumstehen, aber auch sehr viele Soldaten, die das Ganze dann wohl versuchen zu ordnen, in gewisse Bahnen zu lenken, was ihnen nicht ganz gelingt und was dann wohl bei dem einen oder anderen Bluttempler oder der Mitglied der Roten Hand dafür sorgt, dass sie sehr, sehr jähzornig werden und naja, mit dem Panzerhandschuh zuschlagen oder ähnliches. Die Straße aus Schlamm und Morast bestehend durch die alltäglichen oder allabendlichen Regenfälle ist dann auch sehr, sehr aufgeschlammt und während ihr euch dann durch die Masse an Zivilisten hindurchbahnen könnt, könnt ihr dann auch hier den Ruhengor-Tempel sehen, der hier profanisiert aufragt. Auch hier wurde ein kleiner Markt errichtet, an dem man dann verschiedene Dinge kaufen kann, die unglaublich exotisch sind und ja, auf dem Festland sehr, sehr viel höhere Preise erzielen würden, aber hier werden sie hinterhergeworfen, kann man fast so sagen. Und während ihr euch dann von A nach B pirscht, kann Kasim dann auch die Lebensgeschichte von fünf verschiedenen Familien in allen Einzelheiten mitbekommen, die ihm dann da, während er hinübergeht, erzählt werden. Sie sind unglaublich schwatzhaft, bitte, wirst du ja feststellen. Der eine oder andere zieht hier auch an der Mütze und fragt, ob das Ganze, von dir denn angemeldet worden ist, diese Mütze, ob du die tragen kannst, darfst, ob die das nachmachen dürfen, sodass man sich sehr für deine Mütze auch interessiert, weil man so etwas hier weniger trägt. Kasim dreht sich dann irgendwann nur so leicht zum Brintijan. Warum fragen die alle nach der Mütze? Ist das hier irgendwie verboten? Keineswegs, es interessiert sie. Ah. Nun, offensichtlich bist du da der Einzige hier, der mit so einer Mütze herumläuft. Vielleicht macht das Mode und morgen laufen alle so herum. Das wäre praktisch. Weniger auffallen und so weiter. Wissen, also während ich so um die Türme hier anschaue, früher konnte man in Boran vom einen Ende der Stadt zum anderen gehen, ohne auch nur einen Fuß auf den Boden zu setzen. Die ganze Stadt war mit kleinen Brücken und Anbauten verbunden. Warum ist das heute nicht mehr so? Vermutlich die Hufflejars. Kasim nickt. Ja, da wo ich herkomme, kann man auch.
mehrere Meilen laufen, ohne den Boden zu berühren. Mehrere Meilen sogar? Wo kommst du denn her? Aus dem Raffstuhlswall. Worauf lauft ihr dann? Auf Mauern und Türmen. Ah. Das muss ja eine riesige Burg sein. Ich würde behaupten, dass es die größte Festung des Kontinents und aller Inseln da oben ist. Ja, das kannst du erst sagen, wenn du alle anderen gesehen hast. Sie wäre auf jeden Fall groß genug, dass eine ganze Kohorte Riesen da drin leben könnte. Schon mal ziemlich groß. Ja, das Eingangsportal ist bestimmt 30, 40 Schritt hoch. Wer erbaut sowas? Wenn wir das wüssten. Wir glauben irgendwelche Drachen vor mehreren 10.000 Jahren, aber sicher sind wir uns da nicht. Na, das kann ja nicht sein. So viele Jahre existiert der Weltendiskus ja noch gar nicht. Der was? Der Weltendiskus. Aber... wo wir drauf stehen. Er schaut mal nach unten. Aber unsere Druiden haben in die Vergangenheit gesehen. Mehrere 10.000 Jahre und haben keine Veränderung gesehen. Da haben sie sich vermutlich geirrt. War es wahrscheinlich noch nicht so alt. Aber sie hätten Leere gesehen, wenn da nichts gewesen wäre. Preiset die Vielfalt, so hat Ruhe die Welt geschaffen. Manche Geheimnisse sind halt noch nicht bereit, gelüftet zu werden. Preiset die Schönheit, Bruder, Schwester. Ich bin der Schneider Al-Zuzibar. Ich wollte nur fragen, ob ihr die Farben protektiert habt. Raschwandlin schaut zu Brindidli an. Protek was? Ich würde ganz gerne diese Mützen herstellen. Sie stoßen hier wohl auf viel Interesse und ich würde sie gerne schneidern. Gleich morgen würde ich eine ganze Ladung in der Stadt verteilen, wenn ihr es gestattet. Habt ihr sie protektiert? Was heißt protektiert? Für Silbertaler geben wir dir das Recht ab, die herzustellen. Ausgezeichnet, Bruder, Schwester. Die Welt ist schön. Er drückt dir, Brindidli, an 4 Silbertaler in die Hand und läuft dann los. Ich glaube, das Mützenproblem hat sich soeben erledigt. Ja, ich gebe dir 2 Silberteile und steck die anderen ein. Kasim steckt sich die auch ein. Er schaut sich die Silberteile nochmal an. Ist da auch das Greifenbanner drauf? Da wird wohl eine Hafaksche Prägung drauf sein. Also vermutlich irgendwie 2 Schwerter oder sowas. Ich glaube, die muss ich hier ausgeben. Auf dem Festland werde ich die, glaube ich, nicht mehr los. Da steckt sie sich ein. Naja, ja, was während soll's. Ihr weiter um diesen Platz herumgeht und auch seht, da bereits ein großer Wagen aufgebaut ist, mehrere Schablonen nach oben gezogen werden aus Holz, die dann einfach an den Ruhr- und Gor-Tempel entgegengestellt werden, wo sowas wie eine Burg darstellen soll. Die Burgen sehen bei euch ein bisschen anders aus, aber naja. Das Thema heute ist wohl auch schon bekannt gegeben, aber du hast gerade eher Interesse an dem Kampf, der sich da gerade entbrennt. Da haben wohl mehrere Maraskaner ihre Haustiere hervorgeholt. Der eine setzt eine Kobra in den Ring und der andere einen Mungo. Und du kannst sehen, wie sich jetzt gerade der Mungo und die Kobra bekämpfen. Einfach hier kleiner Kreis, der sich drum gebildet hat. Du weißt, dass diese Schlange hochgiftig ist. Aber naja, hier die Menschen ungefähr 2 Meter Abstand. Das heißt, wenn die Schlange mit dem Kopf nach vorne zuckt, könnte das ja quasi schon das Ende sein. Aber ja, die Wetten und Geld wird in die Mitte geworfen. Wir freuen sich des Lebens. Ich habe sowas in Ragat mal gesehen, nur mit Hunden. Da haben sie Hunde aufgestachelt und gegeneinander gehetzt. Ah, mir gefällt sowas nicht. Ich halte es für eine Unart, ihre kämpfen zu lassen. Das ist sinnlose Verschwendung von Leben. Ja, der Titel des heutigen... der heutigen Roniger Geschichte wird sein das einzigartige Ende der Zaubersultane Emerigianida. Überleg's kurz, den Namen hast du schon mal irgendwo gehört. Kannst gerne mal eine Geschichtswissenprobe würfeln. Währenddessen wird dir ein bisschen was über die Insel Roning erzählt. Wer von uns jetzt? Du, Raschwajin bzw. Kasim. Geschichtswissen, jawohl. Weil ich weiß, ist Roning eine Stadt?
Das sehen die Leute hier ganz anders. So ein kleines bisschen könnte ich wissen. Ja, naja, zumindest der erste Namenszusatz, Emir, Emericia Nida. Gab's da nicht mal eine Kaiserin oder sowas? Bist ja nicht ganz sicher. Kaiserin, Königin, irgendeine hieß Ema. Hast nicht ganz aufgepasst, als sie erst damals erzählt worden ist. Aber das war keine Zaubersultane. Merkwürdig.